In diesem Film geht es um countable und uncountable nouns in Englisch. Wann ist ein Nomen countable und wann ist es uncountable? Schauen wir uns die countable nouns zuerst an, also die wortwörtlich übersetzt die zählbaren Nomen. Countable nouns werden gebraucht für Dinge, die man zählen kann. Also wir können auch Zahlen mit ihnen benutzen und die Artikel a und n können davor gestellt werden. Countable nouns haben außerdem Pluralformen. Man kann sie ins Plural setzen. Also zum Beispiel, wir haben hier 8 Bananen, 8 bananas. Banana ist ein countable noun, denn wir können ja genau zählen und sagen, das hier sind 8 Bananen. Oder wir haben 9 carrots, können sagen, das sind 9 Karotten. Countable. Oder 3 apples. Apple ist auch ein countable noun. Denn man sieht ganz klar, hier sind 3 Äpfel auf dem Bild. Dann gibt es aber die uncountable nouns. Und diese werden gebraucht für Dinge, die wir als eine Masse sehen und nicht als ein separates Objekt. Wir können deshalb auch keine Nummern oder keine Zahlen mit ihnen brauchen und wir können sie auch nicht ins Plural setzen. Einige Beispiele, damit euch das klar wird. Zum Beispiel water, Wasser, ist ein uncountable noun, denn wir können ja nicht sagen, we have 2 watches. Water ist eine Masse, die man nicht so einfach teilen kann. Wir können sagen, a drop of water, ein Tropfen Wasser, aber dann müssen wir auch noch ein anderes Nomen davor setzen. Oder meat ist auch ein uncountable noun, das wir nicht einfach so separieren können. Wir können sagen, 2 pieces of meat, aber dann brauchen wir ein anderes Nomen. Oder salt ist auch, sehen wir als eine Masse und kann nicht einfach in separate Objekte aufgeteilt werden. Wir können sagen, a grain of salt, ein Salzkorn, aber dann brauchen wir auch noch das definierende Nomen grain. Bleiben wir noch ein bisschen bei den uncountable nouns. Wie wir gesagt haben, können wir keine Nummern oder keine Zahlen gebrauchen mit uncountable nouns. Wenn wir also uncountable nouns zählen möchten, dann müssen wir entweder den Behälter, also den Container, in dem das Objekt drin ist, zählen oder dann the measurement, also eine Art Messzahl benutzen. Zum Beispiel, wir können sagen, we have 2 glasses of water, 2 Gläser Wasser. Dann zählen wir nicht das Wasser, sondern wir zählen die Gläser Wasser, in denen das Wasser drin ist. Oder wir haben 10 grams of sugar, hier zählen wir, also 10 Gramm Zucker, hier zählen wir die Gramme und nicht den Zucker selber. Wie wir gesehen haben, kann man bei countable nouns, kann man ein ä oder n vorne ransetzen und bei uncountable nouns kann man das nicht, weil man sie ja nicht zählen kann. Wir haben jetzt einige Sätze und die einen Sätze brauchen ein a oder ein n und die anderen nicht. Joe goes everywhere by bike. He hasn't got car. Joe geht überall mit dem Velo hin. Er hat kein Auto. Hier haben wir car. Und car ist ein countable noun, denn wir können ja genau sagen, one car, two cars, three cars. Wir sehen genau, wie viele Autos das sind. Deshalb brauchen wir den Artikel a. He hasn't got a car. Helen was listening to music when I arrived. Helen hörte sich Musik an, als ich kam, als ich ankam. Music ist ein uncountable noun, denn wir können ja nicht sagen eine Musik, zwei Musiken, drei Musiken. Das geht auch im Deutsch nicht. Deshalb braucht es keinen unbestimmten Artikel. We went to a very nice restaurant last weekend. Dieser Satz hingegen ist falsch, denn wir haben das Restaurant, welches
ein Restaurant, welches ein countable Noun ist, da man es ja zählen kann. Wir können sagen one restaurant, two restaurants, three restaurants. Also braucht es den Artikel we went to a very nice restaurant last week. Wir sind in ein nettes Restaurant gegangen letztes Wochenende. I brush my teeth with toothpaste. Ich putze meine Zähne mit Zahnpasta. Dieser Satz ist richtig, denn Toothpaste, Zahnpasta, ist ein uncountable Noun, denn es ist ja eine Masse, die man nicht so einfach in irgendwelche Bestandteile trennen kann. I use toothbrush to brush my teeth. Ich benutze eine Zahnbürste, um meine Zähne zu putzen. Hier hingegen ist der Satz falsch, denn Toothbrush kann man sehr gut als ein Objekt sehen und man kann es auch mit Zahlen verwenden. Also ich kann sagen, eine Zahnbürste, zwei Zahnbürsten, drei Zahnbürsten. Deshalb muss ich sagen, I use a toothbrush to brush my teeth. Can you tell me if there's a bank near me? Kannst du mir sagen, ob es eine Bank hat hier in der Nähe? Dieser Satz ist falsch, denn Bank ist ein countable Noun. Wir können sagen one bank, two bank, three banks. Deshalb heißt der Satz, can you tell me if there's a bank near here? My brother works for insurance company in New York City. Mein Bruder arbeitet für eine Versicherungsfirma in New York City. Dieser Satz ist auch falsch, denn the insurance company, das ist ein countable Noun. Wir können sagen one insurance company, two insurance companies, ten insurance companies. Deshalb brauchen wir den Artikel my brother works for an insurance company in NYC. Hier ein N, weil insurance mit einem I, mit einem Vokal anfängt. Da brauchen wir das N noch für die Aussprache. I don't like violence. Violence hingegen ist wieder ein uncountable Noun. Wir können nicht sagen one violence, two violence. Also eine Gewalt, zwei Gewalten. Dieser Satz ist richtig. Can you smell paint? Dieser Satz ist auch richtig. Kannst du Farbe riechen? Denn Farbe ist auch wieder ein uncountable Noun, das man nicht in verschiedene Teile zerlegen kann. Wir sollen die Sätze mit den Wörtern, die uns gegeben werden, komplettieren. Wir sollen A oder N brauchen, wo es nötig ist. Genau, wir haben oben in Gelb die verschiedenen Wörter, die uns gegeben sind, und unten dann die Sätze. Der erste Satz ist, it wasn't your fault, it was... Es war nicht ein Fehler, es war an accident. Accidents, also Unfälle, die kann man zählen. Also brauchen wir den unbestimmten Artikel an. It wasn't an. It was an accident. I couldn't get into the house because I didn't have. Ich konnte nicht ins Haus eintreten, denn ich hatte keinen Key. Schlüssel. I couldn't get into the house because I didn't have a key. Schlüssel sind auch zählbar, also brauchen wir a. It's very warm today. Why are you wearing a coat? Es ist sehr warm heute. Warum trägst du einen Mantel? Mantel ist auch countable, das kann man zählen. Deshalb den Artikel, den unbestimmten. Are you hungry? Would you like a biscuit with your coffee? Bist du hungrig? Hättest du gerne einen Keks mit deinem Kaffee? Oder einen Keks zu deinem Kaffee? Keks, Biscuit kann man zählen, also brauchen wir a. Our lives would be very difficult without electricity. Unsere Leben wären sehr schwierig ohne Elektrizität. Elektrizität, Electricity, ist schwierig zu zählen, schwierig aufzuteilen in verschiedene Teile, deshalb
countable und wir brauchen kein A oder N. I had an interview for a job yesterday. Did you? How did it go? Ich hatte ein Interview für einen Job gestern. Oh, hattest du? Wie ist das gelaufen? Hier Interview kann man auch zählen, ist countable, deshalb brauchen wir den Artikel. The heart pumps blood through the body. Das Herz pumpt Blut durch den Körper. Blood ist uncountable, wir können es nicht aufteilen, es ist eine Masse, deshalb keinen Artikel. I'm not ready yet. Can you wait a moment, please? Ich bin noch nicht bereit. Kannst du einen kurzen Moment warten, bitte? Moment ist countable. Wir können sagen 2 moments, 3 moments. Deshalb braucht es den unbestimmten Artikel A. We can't delay much longer. We have to make a decision soon. Wir können es nicht länger aufschieben. Wir müssen bald eine Entscheidung treffen. Decision ist countable. Deshalb brauchen wir den unbestimmten Artikel A. We have to make a decision soon. Wir sollen entscheiden, ob die folgenden Wörter countable oder uncountable sind. Air. Day, friend, joke, language, meet, patience, milk, umbrella. Schauen wir mal. Error ist ein uncountable Noun, denn es ist eine Masse, die man nicht zählen kann. Wir können nicht sagen 2 errors, 2 Lüfte. Day hingegen ist countable, denn wir können sagen 1 day, 2 days, 3 days. Friend ist auch countable. One friend, two friends. Joke, auch countable, kann man auch zählen. Language, kann man auch zählen. Es gibt verschiedene Sprachen auf der Erde. Meat hingegen, haben wir vorher schon gesehen, ist uncountable. Es ist eine Masse. Patience ist auch uncountable. Geduld. Ich kann nicht sagen, ich habe 3 Geduld. Milk ist auch uncountable, denn wir müssen es mit, wenn wir es zählen möchten, dann können wir nur den Behälter zählen, in dem die Milch drin ist. Also zum Beispiel, wir können nicht sagen, I have 2 milks. Wir müssen sagen, I have 2 bottles of milk oder I have 2 glasses of milk. Und Umbrella hingegen ist wieder countable, denn wir können sagen, I have 3 umbrellas at home. Möchtest du das Thema noch ein bisschen weiter einüben? Dann geh mal auf schularena.com und schau dir die Übungen zu diesem Thema an.